So, Christian, komm zu mir bitte nach vorne, weil wir jetzt in die letzte Abstimmung für heute gehen. Und deswegen freue ich mich jetzt nochmal auf Benno und Nils. Bitte jetzt noch mal ran an die Abstimmgeräte und wählen Sie bitte. Stimmen Sie jetzt ab. Entweder für das Bratenblech mit dem Ventil Special Roasty Tray SRT, so habt ihr es genannt, von Benno und Nils. Oder stimmen Sie für diesen zerlegbaren Grill Scotty von Christian. So, stimmen Sie jetzt bitte ab. Bevor wir jetzt gleich noch mal hören, wie unsere Jury entscheiden würde, ist das das Signal, dass das Publikum abgestimmt hat. Also, die Entscheidung steht soweit und damit zu euch, ihr Lieben. Für welches dieser beiden Produkte würdet ihr euch hier entscheiden? Lea, was sagst du zu den beiden Erfindungen? Ja, also, man glaubt gar nicht, aber ich bin ein krasser Grillfan. Und deswegen finde ich das unfassbar praktisch. Ich kann den Nutzen total sehen, gerade für Leute, die gerne draußen sind und outdoor sind, auf Booten, auf Bergen. Deswegen finde ich es richtig toll und bin bei Scotty. Dankeschön. Vielen Dank. Joko, wo geht deine Stimme hin? Meine Stimme, ich bin eigentlich Fan von beidem, weil es einfach super, so einen Braten habe ich, glaube ich, noch nie so hingekriegt, weil ich aber auch, glaube ich, noch nie einen Braten gemacht habe. fällt mir gerade auf, wenn ich sage. Aber ich finde es total gut, weil das abermals Problem erkannt, Problem gebannt. Ihr habt es einfach in Angriff genommen, habt das Ding gelöst. Ich bin aber jemand, der am Wochenende auch sehr gerne in den Bergen ist. Und die Vorstellung, wenn man morgens, ich habe gerade schon Hans-Jürgen gesagt, ich finde es super, weil du gehst dann morgens auf den Berg hoch, dann holst du das Ding da raus, hast vielleicht noch eine kleine Pfanne, machst dir ein Spiegelei und dann haust dir irgendwie noch irgendwas daneben auf und machst du deinen frischen Bacon oder weiß nicht was. Ich finde es super simpel. Ich finde es ein bisschen pricey, aber du hast vollkommen recht. Es ist wahnsinnig, qualitativ wahnsinnig hochwertig. Das sieht man an dem ganzen Ding. Auch in Bezug auf am Wochenende in den Park gehen mit Freunden. I don't know, das ist viel, viel sauberer. Man kann viel, viel wertigere Sachen auch drauflegen, weil es halt einfach wirklich ein richtiger Grill ist. Das Nächste, was mir jetzt einfällt, ist so ein Grill, den man sonst im Kleinen auf dem Balkon stehen hätte, der aber viel sperriger ist, der nicht so flexibel ist. Du hast diese kleine Tasche dabei. Ich finde es wahnsinnig und würde in dem Fall, so gut es ist, mich auch für den Grill entscheiden. Vielen Dank. Allerdings darf die Jury hier gar nicht entscheiden, dafür aber das Publikum. Und das Publikum hat bereits entschieden. Und wir wollen jetzt natürlich auch wissen, wie. Und Benno und Nils, es ist ja hier noch nichts vorbei für euch. Ja, ne? Also das Publikum hat seine Stimme abgegeben. Und da sehen wir schon die Balken. Aber auch hier tatsächlich wieder eindeutig. 64%. Und wer ist es denn? Ja. Und tatsächlich, es ist Scotty. Vielen Dank aber an Benno und an Nils. Vielen Dank euch. Und Christian, mega. Du hast es gemacht hier auf den letzten Meter. Vielen Dank. Vierte Duellsieger hier heute. Sehr mit geil. Deinem Grill. Ja. Das heißt, wir sehen dich gleich wieder. Vielen Dank. Du hast immer noch die Chance damit, auch aufs Finale und auf 100.000 Euro. Sehr gerne. Bis gleich. Danke. Ich You wanna be